Leute! Wow! Ey, freut mich. Hä? Sorry. Da ist irgend so ein. Können Sie nicht irgendwo anders das? Ja? Ja? Bis gleich, ja? Leute, es freut mich tierisch natürlich, dass die Vlogs. Die trashigen Vlogs, dass die schon wieder so schön. Es freut mich doch so auch. Schön bei euch ankommen. Und ich kenne noch jemanden, der schön bei euch ankommt. Und jemand schon lange. Lange leider nicht mehr hier gesehen hat. Es war eine wunderschöne Zeit, die wir damals hatten. Schon. Grüße. Grüße. Da lange nicht mehr gesehen hat. Ich habe heute wieder jemanden für euch ausgegraben. Kein Problem. Machen Sie ruhig Fotos. Er ist es. Es ist. Es ist. Oh, hey! Dominik! Ewig nicht mehr gesehen! Wir haben das große Kedos und Davis. Dominik und Davis. Ja, geht jetzt wegen uns hier nicht Reunion. Jetzt haut er ab wegen uns, ne? Hier ist eine Party gerade. So viele Leute sind gekommen. Ja? Also eigentlich haben wir uns halt auch. Wie machen wir das denn hier? Komm. Ja, wie machen wir das? Wie haben wir das denn früher immer gemacht? Wie haben wir das denn gemacht hier? Traurige Musik anwenden. Wie haben wir das denn früher immer gemacht? Damals. Als wir noch beste Freunde für immer waren und uns gesehen haben. Back, back, back. Ich finde eigentlich, dass hier mit der Bank, die Bank, siehst du die Bank? Lass mal zur Bank. Aber wo, wollen wir da einen Tisch hinheben oder wie stellst du dich mal? Ich weiß, das geht schon alles. Ich habe ja hier auch, ich habe uns richtig viel Bier besorgt. Richtig viel Bier, ein ganzes Bier haben wir. Gibt es nicht Whisky oder so? Das ist aber ein neues Parfüm, glaube ich. Das ist nicht mehr das, was ich sonst immer an dir gerochen habe. Doch, tatsächlich. Aber ich habe vorher immer noch das Zahnpasta-Fleck weggemacht. Da war das so ein Tuch mit Geruch. Das verfälscht. Genau, das verfälscht. Ich glaube, du riechst das gerade. Das verfälscht tatsächlich. Riech mal hier. Schon wieder. Das ist schon wieder von hier. Ja, dran. Willst du einen Schluck? Wow! Okay, sorry. Okay. Harry, wir machen kurz fertig. Ja. Also ist auch ziemlich ungestellt eigentlich. Seit langem sehen wir uns mal wieder und ich habe direkt die Kamera angeschmissen. Ja, geil. Und du bist direkt zu spät gekommen. Oh mein. Ja, es tut mir leid. Ich habe es aber auch angekündigt so ein bisschen, ne? Ja, ich hatte echt zwei harte Tage. Jetzt waren die ganzen zwei Tage waren ProSieben-Partys. Mhm. Und da sage ich natürlich nicht nein bei Free Whisky. Da frage ich mich natürlich. Ja. Wir sind ja beide bei ProSieben. Warum laden die mich erst nach den Partys ein? Weiß ich auch nicht. Komisch. Wahrscheinlich, weil ich vor Ort bin und die denken, ja, der Typ. Ja, zwei von denen können wir nicht verkraften, weil sonst müssen wir zwei Partys aufmachen. Ich muss aber sagen, ich war auch Begleitung einmal von dem anders. Ich war auch nicht immer eingeladen, muss ich dazu sagen. Ja. Ich bin nicht immer eingeladen, Leute. Ne? Aber ich komme immer. Sorry. So, und ich wollte dich natürlich gleichzeitig wie so ein bisschen. Euch eigentlich? Ich habe euch auch schon lange nicht mehr gesehen. Das ist wirklich lange nicht mehr. Ne? Das sind ja inzwischen die Videos, die wir aus dem Berliner Puff gemacht haben, in dem wir gewohnt haben. Verstehen die Leute das? Ja, ne? Das ist mir egal. Das sind ja inzwischen. War früher ein Puff. Und dann sind wir eingezogen, da war es kein Puff mehr, muss man dazu sagen. Na, dein Zimmer. Wow! Entschuldigung. Ja. Harry, das sind ja inzwischen Klassiker. Was denn? Die Videos, die wir damals gemacht haben. Ja, finde ich auch. Ich habe dir auch letztens noch angeguckt und habe dir Bescheid gesagt, dass ich das genieße. Ja. Hast du nochmal Haar? Ja, das sind immer harte Haar. Das war richtig nice. Da haben echt ein paar schöne Vlogs gemacht, auch damals die London-Reise, in der du total, wo du total krank warst. Ja, ich bin regelmäßig leider krank. Da musste ich dich hinprügeln. Echt, ist das immer noch so? Ich jetzt halt, stimmt, du warst immer viel krank. Ja, aber ich habe jetzt rausgefunden, dass es wahrscheinlich, ich habe halt unglaublich viel Allergie. Ich mache jetzt eine Therapie dagegen. Das habe ich auch. Genau, aber bei mir brennt alles irgendwie, ich krieg nicht mehr richtig Luft und ich denke halt irgendwie, mein Hals fängt dann auch an irgendwie, ich kann nicht mehr schlucken und alles geht in den Bach runter, weißt du. Aber mit dem Fixen hast du halt auch nicht aufgehört, ne? Das ist halt, mit dem Fixen. Mit dem Spit. Das ist halt. Achso, du meinst. Ja, zack, rein und das ist natürlich. Nee, das mach ich noch. Aber es hat bisher noch nicht. Aber ich mache jetzt Schwarzkümmelölkapseln. Sorry. Oh Mensch, Dieter, du musst doch jetzt gerade nicht hier vorbeifahren, ne? Als ob es nur eine Spray gibt, ganz ehrlich. Wenn ihr Allergie habt, kauft euch Schwarzkümmelkapseln. Du auch, oder was? Ich benutze das reine Öl. Auch schon. Ach krass, ich nehme jetzt die Kapseln. Ich benutze das reine Öl. Darüber waren wir noch verbunden. Über diese Naturheilkunde. Ja, das verbinde ich natürlich mit dir. Viel krank sein. Eine Matratze auf dem Boden. Habe ich nicht mehr, aber. Hast du nicht mal jetzt ein Bett? Nee, ich habe jetzt ein Bett mit Schubladen unten drunter. Mit Schubladen unten drunter? Ja. Hast du vielleicht das geklaut, das ich da gelassen habe? Ja, genau. Achso, stimmt. Du hattest genau das gleiche, glaube ich. Eigentlich wollen wir nicht auf die andere Seite auch mal, damit sie auch ein schönes Bild mal haben? Könnt ihr nicht, wir haben doch gesagt, keine Musik. Die Leute machen Party da hinten. Oh, ist das Bier, Das Bier. Guck mal hier. Oh, der Stuhl. Guck
guck mal da, da ist richtig, richtig kleines Partyboot ist da am Start. Das, ey, nee. Aber ich bin auch immer noch ein Nasenspray und Augentropfen abhängig. Das ist geil, oder? Das sieht nice aus. Das ist eine nice Nummer. Würde ich mir selber angucken. Das würde ich favorisieren, kommentieren und abonnieren, diesen Content. Bewerten muss man auch noch. Bewerten, Google-Bewertung, okay, du hast die Sterne. Muss uns aber lauter machen. Weil ich rede weiterhin so leise. Zwei Männer sitzen an der Spree. Zwei Männer sitzen an der Spree. An der Spree! Hit the road, Jack! Falscher Song. Don't you come back! Sorry, falscher Song. Mach deinen Song weiter, komm. Dadurch, dass du jetzt lange hier auf meinem wunderschönen Kanal, der ja wirklich alles beleuchtet, was rund um YouTube Deutschland von vorne bis hinten passiert. Ja. Schönen guten Tag. Grüße. Hallo. Und ich wollte natürlich einmal mal kurz nachfragen, in all der Zeit, in der du jetzt hier nicht so präsent sein konntest, was hast du so getrieben, was hast du gemacht? Wie hat sich Davis Schulz weiterentwickelt? Wie lange haben wir uns denn nicht gesehen? Also vor allem im Video noch länger, ne? Im Video wirklich seit 4 Jahre? Ja, im Video seit 4 Jahren, seit ich aus Berlin raus bin. Heftig. Nee, also, du siehst wirklich total top aus. Ich weiß, ich habe 2 Tage lang Kater gehabt eigentlich. Ja, aber du musst mich mal morgen sehen. Ja. Ich muss immer noch, also ich komme auf deine Frage zurück, aber ich muss dir immer noch ehrlich sagen, du bist der beste Mitbewohner, den ich je hatte. Und das meine ich wirklich ernst. Also, Davis. Ja. Kannst du kurz kacken? Kacken? Cutten, ich probier's ja schon. Nein, Mann, geht doch alles. Du kannst das, du kannst das. Ja, was ist bei mir passiert? Ich hab, du hast doch Sachen gemacht, ne? Ich sehe ja immer mal wieder was. Vor allem, Davis ist auch, ich muss mal sagen, Davis ist einer der wenigen Menschen, abseits von mit 50-jährigen Muddys, die WhatsApp-Stories nutzen. Du postest halt effektiv WhatsApp-Stories. Ja, ich mag das, ich hab halt... Aber auch immer so Sachen, wo du so besonders schön bist. Oh. Wow! Das sind eigentlich nur private Videos. Wow! Okay. So ein schönes Dickpic kommt da einfach mal rein. Also das, wie sich das gehört, ja, wieso ich das mache, nicht Dickpics, weil ich mache das eigentlich für enge Freunde und Familie. Weil die halt. Die Dickpics, die haben ja keine Familie. Ja guck mal, Omi! Na, no, wie findest du das? Mensch, das ist. Genau, und auf Instagram, mir folgt ja mein Vater und zum Beispiel nicht auf Instagram, der will ja auch mal sehen, was so abgeht. Ja. Das heißt, da poste ich sogar noch liebevoller. Ach so, das ist nett. Gut, dann möchte ich es natürlich jetzt auch kurz halten. So wie ein 70er-Interview auf ZDF, ne? Ja, genau, die ganze Zeit so. Aber die Hand muss auch schon die ganze Zeit so mega aggressiv zittern. Was ist das für eine dumme Frage? Sie dummes Schwein, sie! Nee, sie dumme Sau, sorry. Sie dumme Sau, sie! Entschuldigung. Da steht wirklich jemand. Da würde ich aufpassen. Scheiße, selber fressen. Sorry, sie sind cool. Ich meinte, Klaus Kinski-Zitat. Ich sitze auf meiner Sonnenbrille drauf. Scheiße, wieso hab ich die denn hinten reingetan? Jetzt ist sie noch ganz, das ist ja Qualität. Wow. Bist du ein Mann oder? Mein Gott. Klar, mach meine Sätze einfach fertig. Ja. Beende meine Komplimente an dich selbst. Okay, Davis. Okay. Also, Davis. So. Ich sehe schon mit dem. Gleichgewicht. Gleichgewicht ist ein Problem. Jetzt kniet er. Er kniet. Ja! Okay. Du hast was im Fernsehen gemacht. Und auch quasi auf YouTube, ne? Hier, krass. Schule. Nee, das ist was anderes. Meine Klasse. Meine Klasse. Nee, krass Schule ist diese RTL 2 Ding. Das war sein eins bei mir. Es gibt krass Schule, krass Klassenfahrt und es gibt meine Schule. Genau. Und du bist bei meinen Schulen. Die Fernsehformate sind, genau, meine Klasse. Meine Klasse heißt das. Und du meinst krass Schule. Genau. Nee, krass Schule ist RTL 2, meine Klasse war seit 1. Aber ich hab dich rummachen sehen. Ja, genau, ich bin Lehrer. Genau. Ja, ich hatte das Gefühl, dass du gerade schon mehr machst als in der Zeit, in der wir beide so. Ja, finde ich auch. Da warst du ja eher so, da warst du ja am Überlegen, was du mit YouTube genau. Genau, genau. Und jetzt hast du so wirklich so diese Schauspielroute. Genau. Und du synchronisierst ja auch. Genau, The Orville. Ja? Wieder vor 2 Wochen neu eingesprochen, hast du es in meiner WhatsApp-Story gesehen. Ich bin einfach am Start, was deine WhatsApp. Weißt du, dein Vater und ich, wir beide gucken, deine WhatsApp-Story an. Dominik und Hans. Ja. Bist hier echt wie irgendwie so ein Pilgerer, der diesen Stuhl anbetet. Gefällt mir. Ja, gibt's sonst noch was? Du bist so gut, du bist so wunderbar. Dann bin ich jetzt, machst du hier mit dem Stuhl weiter und ich würde dann jetzt... Ist okay für dich?
Ja, ja, klar. Ja, klar, bist du ein guter Stuhl. Ja, klar, bist du ein guter Stuhl. Ich nehm Platz, ja? Ja. Wo waren wir? Sorry. Ja, wir waren beim Ende. Beim Ende vom Video. Wow. Du, ich lass dich einfach hier mit dem Stuhl so ein bisschen. Ich werde dann jetzt echt ehrlich, also ich muss dann. In 4 Jahren können wir ja nochmal. Okay, das reicht jetzt aber auch.